Auch wenn der Name nicht besonders beeindruckend ist, kontrollieren die BRICS 26,7% der Weltfläche, 41,5% der Weltbevölkerung und mit einem gemeinsamen BIP von 25 Billionen Dollar rund ein Viertel der gesamten Wirtschaftsleistung der Welt. Die BRICS-Mitglieder haben Pläne angekündigt, den Handel untereinander zu intensivieren. Sie haben sogar über die Einführung einer gemeinsamen Währung gesprochen, die die Kontrolle des Westens über diese wichtige Gruppe von Handelsnationen effektiv aushebeln könnte. Das könnte ein besorgniserregender Trend sein, denn offensichtlich haben diese Länder nicht die besten politischen Beziehungen zum Rest der Welt. Wenn diese Länder untereinander Handel treiben können, dann haben sie den Zugang zu den gemeinsamen Ressourcen und Arbeitskräften einer großen Wirtschaftsgruppe, sodass es keine Rolle spielt, wenn sie von allen anderen völlig isoliert sind, weil sie innerhalb ihrer Gruppe von Ländern fast alle Wirtschaftsfaktoren haben, die sie jemals brauchen könnten. Wenn diese Länder einen Handelsblock bilden können, dann könnten Länder wie die USA nicht nur einen großen Teil des Welthandels verlieren, der eine der wichtigsten Triebfedern ihres wirtschaftlichen Wachstums im letzten Jahrhundert war, sondern es könnte auch bedeuten, dass eine der wirtschaftlichen Abschreckungen für militärische Aggressionen wegfällt und diese Länder weniger daran gehindert werden, zu tun, was sie wollen. Warum wollen sich diese Länder dem Einfluss aller anderen entziehen? Die offensichtliche Schlussfolgerung, zu der die Menschen springen würden, ist, dass sie vor Sanktionen und anderen wirtschaftlichen Instrumenten, die der Westen gegen sie einsetzen kann, wenn sie ihre weniger populären geopolitischen Ambitionen verwirklichen, gefeit sein wollen. Wenn die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, der Iran, Ägypten, Bahrain, Argentinien und Algerien haben einen formalen Antrag auf Mitgliedschaft gestellt. Eine lange Liste weiterer Länder hat ebenfalls informell ihr Interesse bekundet. Der Iran, Algerien und Argentinien haben sich nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine förmlich beworben. Eines der größten Projekte seit der Gründung der Gruppe war die Gründung der New Development Bank, die gemeinhin als BRICS Bank bekannt ist. Die BRICS Bank oder Neue Entwicklungsbank schließlich ist eine Alternative zum IWF, die von den BRICS-Ländern sowie von Bangladesch, Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Uruguay kontrolliert wird. Die Menschen mögen den IWF schon jetzt nicht und es gibt eine verständliche Animosität gegenüber diesen Mitgliedsländern. Aber die Neue Entwicklungsbank ist nichts Besonderes. Es gibt Dutzende solcher Organisationen auf der ganzen Welt, die ähnliche Dinge tun wie der IWF, nur eben auf bestimmte Regionen oder kulturelle Gruppen ausgerichtet. Die Mitgliedschaft in der BRICS Bank ist sehr viel begrenzter als die Mitgliedschaft im IWF, dem im Grunde alle Länder der Welt mit Ausnahme von Kuba, Nordkorea, Monaco, Vatikanstadt, Liechtenstein und Taiwan angehören. Die BRICS-Staaten erörterten auch Pläne zum Bau eigener Unterwasser-Glasfaserkabel, um alle Mitgliedsländer direkt miteinander zu verbinden. Für Russland, China, Indien und sogar Südafrika ist das keine so große Sache, da sie alle geografisch relativ nah beieinander liegen. Aber für Brasilien, das auf der anderen Seite der Welt liegt und nicht direkt über das Meer erreicht werden kann, ohne die Spitze Südamerikas zu umrunden, ist das ein großes Projekt. Was Dinge wie Unterseekabel betrifft, die alle BRICS-Länder direkt miteinander verbinden, so war dies in erster Linie durch die Enthüllung motiviert, dass die nationale Sicherheitsbehörde der USA Daten abfing, die durch amerikanisches Gebiet flossen. Auch hier ist es nur fair, dass diese Länder in private Kommunikationskanäle investieren wollen. Die Länder haben sich sogar für BRICS-Spiele eingesetzt, die ähnlich wie die Olympischen Spiele oder die Commonwealth Games nur für BRICS-Mitglieder zugänglich sind. Die allgemeine Tendenz dieser Organisation ist klar. Sie wollen ihre eigenen Olympischen Spiele, ihr eigenes Kabel, ihren eigenen IWF und ihre eigene Reservewährung. Wir wollen die potenziellen Auswirkungen, die diese Gruppe auf die Weltwirtschaft haben könnte, nicht völlig außer Acht lassen. Aber sie ist nicht viel mehr als eine lose Gruppierung, die sich einmal im Jahr trifft, um wirtschaftliche Ziele zu erörtern. Und der einzige Grund, warum sie im Vergleich zu Dutzenden anderer ähnlicher Organisationen Beachtung findet, ist, wer ihre Mitglieder sind. Die BRICS-Länder mögen als wirtschaftliche Einheit auch sehr furchterregend und mächtig aussehen, aber im Grunde ist das alles China. Auf China entfällt doppelt so viel Wirtschaftsleistung wie auf alle anderen Länder dieser Gruppe zusammen, sodass die BRICS als potenziell feindliche Wirtschaftsmacht nicht viel besorgniserregender ist als China allein. Und auch wenn die Gruppe offiziell erst seit 14 Jahren besteht, hat sie noch nicht wahnsinnig viel erreicht. Der chinesische RMB, der die Standardwahl für eine Reservewährung in dieser Gruppe wäre, macht immer noch nur 2,7% der weltweiten Reserven aus. Ähnlich wie die Reserven des kanadischen und australischen Dollars. Die Länder haben Pläne für die Einführung einer völlig neuen Währung angekündigt, die Gerüchten zufolge sogar mit Gold unterlegt sein könnte. Aber sie reden schon seit 2009 darüber und bisher ist nicht viel passiert.
Die Tatsache, dass die Gruppe nicht in der Lage ist, wirklich signifikante Veränderungen herbeizuführen, ist auch ein Hinweis auf die allgemeine Effizienz der Gruppe. Die BRICS-Länder sind scheiternde Volkswirtschaften. Als der Begriff BRICS zum ersten Mal verwendet wurde, wuchsen die Länder, aus denen sich die Gruppe zusammensetzte, alle schnell und entwickelten fortschrittliche Industrien. Und die meisten Ökonomen gingen davon aus, dass diese Gruppe inzwischen das Gleichgewicht der Weltwirtschaft kontrollieren würde. Natürlich sind sie auch ohne China kollektiv immer noch sehr mächtig. Nicht nur aus rein wirtschaftlicher Sicht, sondern auch wegen der Ressourcen, Arbeitskräfte und Technologien, über die sie verfügen. Russlands Wachstum stagnierte bereits vor der jüngsten Sanktionsrunde über ein Jahrzehnt. Und nach dem Einmarsch in die Ukraine wird es nur noch weiter sinken. Brasilien hat in den letzten 10 Jahren fast die Hälfte seiner Wirtschaftsleistung eingebüßt. Und die Erholung von der Krise verläuft aufgrund der anhaltenden politischen Probleme nur langsam. In Südafrika ist es ähnlich, denn dort gab es in den letzten 10 Jahren kein wirkliches Wachstum. Und selbst China, die einst scheinbar unaufhaltsame Wirtschaftsmacht, sieht sich mit der Reifung seiner Wirtschaft immer mehr Problemen gegenüber. Die Aussichten für diese Länder sind nicht mehr so optimistisch wie früher, auch wenn die Welt... Das heißt aber nicht, dass es sich nicht um einen besorgniserregenden Trend handelt. Denn das tut es. Nur aus einem anderen Grund, nämlich dem der Zersplitterung der globalen Zusammenarbeit. In dem Maße, wie sich die Gruppen wie diese bilden und die Welt immer isolierter wird und nur noch in kleinen Gruppen mit ähnlichen Interessen, Informationen und Ressourcen austauschen, werden wir alle zu kämpfen haben. Welthandel und Weltproduktion sind nahezu perfekt korreliert. Und der Grund dafür, dass Länder wie die BRICS-Staaten ihre Volkswirtschaften so schnell entwickeln konnten, ist, dass sie Zugang zur Weltwirtschaft hatten. Aber der Trend, dass Länder aus welchen Gründen auch immer autarker werden, wird dies alles sehr viel schwieriger machen und langfristig das globale Wirtschaftswachstum verlangsamen. Die BRICS-Staaten sind nicht die einzige Gruppe, die dies vorantreibt. Redundanz geht oft auf Kosten von Effizienz und Möglichkeiten. Indien ist heute eine der vielversprechendsten Volkswirtschaften der Welt, da es über eine große Anzahl relativ gut ausgebildeter und englischsprachiger Menschen verfügt, die qualifizierte Offshore-Dienstleistungen in der internationalen Geschäftssprache anbieten können. Die Eingliederung in eine Organisation, die in direktem Gegensatz zu einigen ihrer größten potenziellen Kunden steht, könnte ihrem künftigen Wachstum und dem Wachstum der Volkswirtschaften, die von diesen Dienstleistungen profitieren würden, schaden. Es ist nicht realistisch zu glauben, dass alle Länder immer miteinander auskommen werden. Aber die wirtschaftliche Zusammenarbeit war im letzten Jahrhundert eines der wichtigsten Instrumente für den globalen Frieden. Und alles, was diesen Trend umkehren will, sollte Anlass zur Sorge geben, selbst wenn die Absichten der Gruppe selbst völlig unschuldig sind.